Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ganz genau. Beim letzten Mal sind wir genau an dieser Stelle hier stehen geblieben. Und ich habe total vergessen zu gucken, was wir denn hier Spannendes bekommen. Eine Erinnerung ist jetzt halt eingesammelt und wir können jetzt weiter steppen. By the way, das ist tatsächlich die erste Aufnahme mit dem neuen Riesen. Mit dem riesen Greenscreen. Und ich hoffe, dass auch alles genauso funktioniert. Manchmal gab es da hinten Probleme am Boden, ganz, ganz da hinten unten. Das seht ihr, glaube ich, gar nicht. Da gab es trotzdem manchmal Probleme, da hat es geflackert. War nicht so schön. Ist ja auch egal. Hier war so ein großer Typ, den habe ich weggemacht. Und Münzen eingesammelt, ganz genau. Ich muss ganz kurz das Mikrofon rüberziehen. Heute machen wir hier weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, hier nicht lang. Ich wette einfach nach oben. Und nach links. Glaube ich zumindest. Wir könnten auch einfach mal auf die wunderbare Map schauen, die uns sagt, dass wir... Entkorke den Vulkan, erklimme die Speisspitze von innen. Achso, okay, wir machen doch alles richtig hier. Wir müssen weiter nach oben, aber halt von innen. Ja. Aber von hier kamen wir doch. Sind wir einfach nur, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, zusätzlich lang gegangen. Wir hätten hier nie lang gemusst. Das hier aus wie eine Rutschbahn. Ja, genau. Da können wir nicht nach oben. Bin ich jetzt komplett lost? Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Das ist gut. Hier hinten war auch Zucker, ja. Klar, für mich ist jetzt schon wieder anderthalb Wochen vergangen seit der letzten Aufnahme. Aber trotzdem sollte ich vielleicht wissen, wo ich mich befinde. Der sieht uns gar nicht. Wundervoll. Also wenn wir jetzt dem Ding folgen, dann müssen wir hier so lang und darum. Das heißt, da vorne irgendwie nach links. Guys, ich glaube, an der Stelle wird ein bisschen was gecuttet. Bis ich irgendwie gefunden habe, wo es weitergeht. Ja, also an der Stelle Lost, so wie Fundsachen. Ich habe ja auch schon beim letzten Mal immer da, wo es gelb ist, gescannt, aber hier war es jetzt wirklich vonnöten und hier habe ich es dann halt übersehen. Cool. Dafür gibt es hier nochmal ein paar Coins für uns. Kann es sein, dass die Kamera langsamer ist als sonst? Glaube schon. Das hält uns jetzt aber erstmal nicht auf. Ein Powerblock. Hier wird nochmal kurz lang gescannt. Wichtig, wichtig. Hier wird sehr viel Scannen benötigt. Hier auch. Wobei ich glaube, wir müssen erstmal runterhusten. Okay. Hier ist auf jeden Fall was in unserem Radius. Was machst du? Ganz selten. Im Übrigen, es gab ein Update. Funktioniert das jetzt? Ja, jetzt ist das hier nicht mehr so buggy. Mit den 10.000 Partikeln, die das Spiel komplett zum Lag bringen. Wie kommt man da rüber? Wofür ist diese Brücke da rechts? Sehr misdirecting, aber das ist okay. Vor allen Dingen, es kommen wieder mehr Rillen. Wahrscheinlich können wir die nicht über die Lichtbrücke drüber nehmen, müssen die deswegen halt, ja. Okay. Okay. Sowieso die Rätsel finde ich gar nicht mehr so krass wie im vorherigen Teil. Klar, wir sind erst in Welt 4, aber... Ah, da sind sie wieder. Unsere Partikel-Guys. Ich hab doch 10-mal jetzt schon losgelassen. Gut, scheinbar hat das Update
nicht sehr viel gebracht, wenn es noch immer nicht richtig funktioniert. Mir sind letztens ein paar Dinge aufgefallen. Mein Mikrofon hier sagt jetzt gerade komplett laut. Und dann ist mir aufgefallen, nachdem ich es geschnitten habe und fertig habe, ist es immer maximal leise. Also teilweise, ich musste auf Lautstärke 40, 50 stellen, damit man meine Videos überhaupt richtig versteht. Und das ist ja nun mal nicht der Sinn der Sache. Deswegen, ich weiß auch nicht ganz, wie ich das beheben kann. Es kann sein, dass ich zum Beispiel jetzt gerade viel zu laut bin, aber halt dieses Laute zu leise ist. Das ist ganz, ganz, ganz weird. Ich gucke, ob ich da noch was im Schnitt ein bisschen machen kann. Und ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr. Und wenn doch, sorry. Ist auf jeden Fall ganz, ganz weird in letzter Zeit. So. Mehrmals gegen Schreien, richtig, haben wir gelernt. Hier ist was. Nee, nur zum Drehen. Jetzt gerade so gelb geleuchtet. Das hat uns jetzt ja gar nichts gebracht. Ach, das war Bonus-Content. Warte mal, aber müssten wir nicht irgendwie was... Der ganze Bereich ist jetzt einmal abgescannt. Hier ist nichts, wir gehen weiter. Wenn da doch was ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ist auf jeden Fall weird. Das hat auch gerade zu Anfang noch geleuchtet und dann nicht mehr. Rabattspot 99. Was geht, Kollege? Eingetragen? Eingetragen. Wunderbar. Für die 100% Streams natürlich wichtig. Ja, ich glaube, wir brauchen erstmal nichts, aber danke fürs Angebot. Oh, das da hinten sieht auch ein bisschen sass aus. Okay. Hier brauchen wir 28 Sparks. Ich glaube, wir haben vermutlich ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, ja, ja. Hier befindet sich was. Eine... Stopp. Eins nach dem anderen. Das ist auf einmal so viel. Items. Halt 100%. Genau, was habe ich noch gefunden? Das hier habe ich gefunden. Befreit von allen negativen Effekten. Das habe ich gerade gefunden beim Rumlaufen und Suchen. Wollte ich noch Bescheid geben. Ja, Greenscreen. Glaube ich, muss ich noch ein paar Sachen ändern. Ich glaube, das mache ich dann auch dann später. Ich würde an der Stelle sagen, wir laufen jetzt den normalen Weg entlang und hören auf, die ganze Zeit hier irgendwelche Umwege zu laufen. Waren wir hier schon? Hier wird auf jeden Fall gespammt. Das müssen wir auch noch wegbekommen. Hier waren wir gerade, oder? Ja. Hier ist wahrscheinlich nur Geld drinne. Wie kommt man denn da hoch? Hier ist eine Röhre. Die nehmen wir jetzt. Und gucken, was sich da Spannendes befindet. Ah, eine Blue Coin Challenge. War das richtig? Ich hätte nach unten müssen. Okay. Aber wir können es ja nochmal probieren. Ist das Game gecrashed? Hallo? Ich werde gucken, was passiert ist. Wir machen ganz entspannt. Wir machen es ganz entspannt. Ich weiß, 20.000 Leute haben schon wieder abgeschalten. An der Stelle ist das Game gecrashed. Ein Applaus dafür, Guys. Wunderbar, ich starte neu und wir machen das nicht nochmal. Nach einer Form eines posttraumatischen Erlebnisses mit Greenscreen-Beleuchtung und sonst irgendwas geht es nun weiter. Wundert euch nicht, dass die Belichtung vielleicht anders ist als vorher. Vielleicht anders als in den letzten Videos, ist auch schon am Anfang war oder so. Ich weiß nicht, warum funktioniert die Taste wenigstens. Dankeschön. Okay.
Es ist ganz, ganz weird. Ich sehe jetzt maximal bleich aus. Nee, ich kümmere mich da jetzt nicht drum. Leute wollen hier das Video gucken. Vielleicht wollen Leute auch gar nicht das Video gucken. Ich will diese Goombas nicht bekämpfen. Diese Goombas sind kompletter Müll. In jederlei Hinsicht. Die Sache mit den Goombas ist, ihr könnt sie nicht bekämpfen. Ihr müsst sie nehmen und wegwerfen. Das dürft ihr tun. Das war's dann auch schon wieder. Und von denen müssen wir jetzt 17 Stück bekämpfen. Nintendo übertreibt halt mal wieder maßlos. Wobei... Ah! Ja, wunderbar. Aufheben, werfen. Aufheben, werfen. Weil mit ihr können wir ja tatsächlich auf entspannte Art und Weise sogar zweimal dashen. Und kann Rosalina das noch? Nein. Bowser kann das auch nicht. Ich dachte vielleicht, ich bin zu laut. Was passiert hier? Was passiert hier? Warum passieren Dinge? Ich hab keinen Bock mehr. Ey, nichts funktioniert. Ihr müsst das verstehen. Ich weiß, ich rede jetzt wieder viel zu blöd rum. Kein Mensch will sich das hier eigentlich anhören. Bisschen mehr Sättigung kann man noch draufpacken. Klärt sich das dann nicht? Es ist ganz weird alles. Es ist alles ganz, ganz weird. Das bringt nichts. Das hier würde was bringen, aber es ist ja keiner in der Nähe, oder? Nicht das hier. Ich meine das hier. Wir können ja gucken, ob uns jemand hitten kann überhaupt. Wie weit du laufen kannst. Du kommst nicht bis zu uns. Der hier ist näher, wenn der nichts. Der kommt bis zu uns. Okay. Gut. Wir zünden das Schutzschild. Ich bin dazu jetzt überredet worden. Ist okay. Ey, alles ist heute. Leute, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Heute ist der Part, an dem die weirdesten Dinge passieren. Es ist der Wahnsinn. Mikrofoneinstellungen passen nicht. Beleuchtung stimmt nicht. Alles stimmt nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Egal, in welche Richtung ich es ändere. Entweder bin ich zu dunkel. Oder ich bin, so wie jetzt zum Beispiel, viel zu hell. Oder der Ton ist zu laut. Gibt auch Momente, in denen der Ton leise ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist auf jeden Fall ganz weird. Ich kann so machen. Dann ist es zu dunkel. Cool. Warte, war das nicht gerade gut so? So finde ich es doch eigentlich ganz akzeptabel. Wir reden jetzt nicht drüber. Mann, ich lenk nur ab. Ich mach den Part dafür heute auch ein bisschen länger. Ich gebe den Zug jetzt ab, komm. Sollen die Gegner mal was machen? Ihr seid nicht wichtig. Vielleicht hätte ich die auch angreifen sollen, wenn ich gewusst hätte, dass es die gibt und mich nicht auf meine Beleuchtung konzentriert hätte. Dann hätte es vielleicht auch klappen können. So. Machen wir jetzt aber erstmal ganz, ganz entspannt hier weiter. Und konzentrieren uns auf das Game. Wieso dasht er nicht? Er hätte bis zu uns laufen können. Warum tut er es nicht? Ich habe extra dieses Schutzschild gezündet. Jetzt lauft da auch rein. Ja, natürlich gut, dass er mich nicht angreift. Aber das Schutzschild... Wobei, doch, true. Das Schutzschild hält ja tatsächlich 2 Runden. Ja, seht ihr diese ganzen... Seht ihr das Weiße hier zum Beispiel? Das ist nicht da. Ihr müsst bedenken, jetzt ist es weg. Jetzt ist wieder da. Jetzt ist weg. Es ist irgendeine weirde Belichtung von der Kamera, die man nicht umstellen kann. Ich habe nicht mal den Stick be... Ich berühre nicht mal den Stick. Was passiert hier? Komm schon. Ja, ich... Weg mit dir. Weg mit dir. Überlegen, kann ich vielleicht irgendwo noch 2 hitten? Da oben, doch. Da oben kriege ich nochmal 2 mit.
Weil dann habe ich in der Runde mit ihr alleine schon 4 weg. Was halt überdurchschnittlich gut ist. Was bad ist, wenn ihr daneben werft und die nicht von der Stage fallen, dann überlebt die Runde einfach. Ich sehe nur so bleich aus, weil das Bild so bleich aussieht. Dieses, also das gesamte Bild hier. Das gesamte Game sieht so bleich aus, wegen so einem Nebeleffekt, der hier drauf ist oder so. Wenn ich das right sehen tue. Ist hier drüben eigentlich irgendwas? Ja, hier sind davon welche, aber ganz ehrlich, die interessieren mich jetzt eigentlich eher weniger. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Wobei, wir haben eine längere Flugzeit. Komm, komm, komm. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein... Finde ich witzig. Shazam. Weg damit. Weg damit. Taken und weg damit. Ja, da wird volle Kanne reingeballert. Zack, bumm. Ha, bang. War das gerade hier ein Greenscreen-Problem? Ich will schon gar nicht mehr, ich will schon gar nicht mehr drauf achten. Klar, ich habe einen neuen Greenscreen und muss den natürlich noch immer wieder anpassen. Ist halt trotzdem übertrieben. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Aber nun gut. Wieso? Den treffe ich nicht, weil... Jetzt treffe ich ihn. Bam! Da ist er weg. Wunder, wunderbar. Mit ihr können wir keinen mehr treffen. Wobei, ich stehe ungern direkt neben diesem Fass. Weswegen ich mich hier hinstelle und... Ja, ich kann ja nichts machen. Hat Bowser nicht... Ja, Bowser hat doch dieses Schild. Reflektieren. Wichtig, wichtig. Because wenn die Goombas jetzt kommen, sind wir zumindest mit Bowser so ein Stück weit safe. Ey. Ich bin 30 Minuten am Aufnehmen. 30 Minuten, 29 Minuten und 30 Sekunden. Ganz genau. So. Jetzt wird wieder hier... Da wird er gedashed. Bowser muss auf jeden Fall noch mehr Abilities im Bereich Dash bekommen. Ja, egal. Irgendwie muss ich es ja tanken. Oh, ich finde es gar nicht gut. Ist da oben auch noch einer? Nee, das ist so einer. Okay. Ach ja, Rosalina ist gleich tot. Das passiert. Ja, nehmen wir so eine Kiste, von der wir viele haben. Mann. Wir reden da nicht drüber. Tun wir nicht. Bowie geht nach da oben. Und Bowie klärt das. Ich bin... Ich bin gerade... Ja, out of map geflogen. Weil dieser Stein nicht echt... Das Spiel ist der größte Müll. Jetzt mal, no joke. Also seit dieser Welt gibt es mehr Beschwerden. Vor allen Dingen, dieses Fass habe ich ja nicht mal berührt. Ich habe ja A gedrückt, um weiterzuspringen, um nicht die Stampfattacke auszulösen. Und ja, genau das ist halt passiert. Die Stampfattacke wurde ausgelöst. Cooles Feature. Bitte mehr davon. Hat Spaß gemacht. Ich krieg dich. Komm schon.
Imagine, was ein Schmutz dieses Game manchmal ist. Ich will mich aber eigentlich nicht über das Game aufregen. Ich reg mich mehr über... Egal auf. Aber wir haben es geschafft. Wir machen hier direkt weiter. Es kommt keine Cutscene, oder? Das dachte ich mir. So, jetzt erreichen wir aber hier den Gipfel. Ich spamme. Wunderbar. Keine Ahnung, wie oft ihr das machen müsst. Im Übrigen, hier sind auch noch Schuhe. Und wenn ihr den folgt, dann überkreuzen die sich hier irgendwann. Nee, doch hier. Und führen dann irgendwie hier weiter und die anderen hier. Wir können denen ja mal noch ein Stück folgen. Eben, die führen so im Kreis. Und führen die nicht auch dann nach da hinten? Ja, eben zu der Kiste, wo wir sowieso schon waren. Komplett unnötig. Aber nun gut. Tschüss, Bowser. Nein. Gar keinen Bock, gegen unnötige Gegner zu kämpfen. Klar, in dem Spiel ist es rewarding, aber... Ich weiß nicht, wohin. Ich renne nach links. Ah, weg hier. Okay. Was ist das? Na komm schon. Ich glaube, wir müssen die alle zukriegen, damit dieser Stein kaputt geht. Vermute ich jetzt mal. Ich stelle diese Vermutung einer These auf. Nur damit das klar ist für alle. Sind die hier höher? Mein Gott. Warum? Noch mal kurz. Warum sollte ich nach hier drüben? Also. Sass. Ich wusste. Aha. Ich weiß nicht, warum ich die Kiste nach da drüben bringen soll. Und der ist jetzt am höchstesten. Warum? Ah. Kann man downsliden. Oh, ich weiß wieso. Weil... Ja, okay. Das war eine dumme Idee. Nein, warte doch, bis ich drauf... Ich dachte, das sei ein Softlock. 2 Sekunden, ich dachte, das sei ein Softlock. Will ich eine Kiste oder will ich so ein Egg da oben haben? Ich nehme jetzt mal die Kiste, weil die bietet sich gerade an. Warte. Das nehme ich natürlich auch mit. Ich bin ja nicht komplett lost. Ich bin komplett lost. Nee, ich lass das. Ich kann das bestimmt nicht droppen darunter, oder? Wer dachte sie... Also, das Rätsel ergibt grundlegend keinen Sinn. Ist okay? Ich habe schon gesagt, die Rätsel sind im Vergleich zu Mario & Rabbids 1 schlechter geworden. Aber come on. Was ist das denn jetzt? Mann, ich habe immer noch so ein Kratzen im Hals. Geh doch hier weg. So. Wo muss der hin? Es gibt keinen. Es gibt noch einen hier vorne. Und jetzt gibt es nur noch einen allerletzten. Nach da drüben. Kommen wir dann hier mit einem? Gar nicht. Doch, da drüben liegt noch einer. Boah, ist das um... Also... Ich verstehe den Gedankengang der Entwickler. Ich verstehe, dass man sagt so...
Jo, also wenn du das jetzt so und so machst, ist das doch gar nicht so schwer. Es ist halt zeitraubend. Ich sage nicht, dass es schwer ist. Ich sage nicht, dass es, weiß ich nicht, was es ist. Es ist einfach in der Form, wie es hier auftritt, unnötig gestreckt. Lass doch los. Die Steuerung ist weird. Und andere Dinge funktionieren nicht so. Hier zum Beispiel. Warum kann ich nicht einfach oben draufstehen, rüberpusten und mich selber rüberfahren? Nein, man muss da extra draußen rumlaufen. Das kostet Zeit und... Ja, ist halt nervig. Wunderbar. Gerade eben gerantet. Ich rante weiter. Ich rante dieses Spiel bis in den Tod. Nee, nee. Vergiss es. Vergiss es. Wir reden da nicht drüber. Der Finsterzeit-Tentakel hockt auf der Quelle, die die Speispitze versorgt. Seid vorsichtig. Der Wasserdruck wird sein wie... Ginny, es ist ja toll, dass du inzwischen abstrakte Ideen beschreiben kannst. Aber wir können gerade keine Metaphern gebrauchen. Wir machen den entspannten. Wir machen nächste storytechnische Aktion. Genau hier. Wassermarsch. Und ich hoffe, mein Mikrofon hört sich halbwegs akzeptabel heute an. Ich hoffe, die Beleuchtung stört euch nicht allzu sehr. Ganz genau. Wenn euch das doch stört, ignoriert es einfach. Zerstöre den Finsterzeitdamm. Ja, also ich sitze hier fest, aber wenn ihr diese Schlacht gewinnt, stehe ich euch zur Seite. Aber zuerst müsst ihr die Finsterzeitdämme zerstören, um das Wasser der berühmten Speisespitze wieder zum Fließen zu bringen. Um sie zu vernichten, braucht ihr diese Ampullen. Die findet ihr in diesen Behältern. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Mal gucken, was ich hier aufs Thumbnail packe. Entweder so Bombenkessel oder den Finsterzeitdamm. Wobei ich glaube nicht, dass es gute Bilder von diesem Finsterzeitdamm gibt. Es gibt sowieso viel zu wenig Bilder von dem Game, die man usen könnte. So, ich fliege jetzt mal in die Richtung. Boom. Boom. Shazam. Ne, der wird von hinten komplett aus dem Leben genommen. Bam. Da ist er down. Okay. Machen wir weiter. Ich mache jetzt mal den hier. Weil ich mir einfach gut vorstellen kann, dass das... Ah ja, einfach so. Das war jetzt ein Damm von mehreren. Habe ich das richtig verstanden? Das sind nur zwei. Aber kann man damit auch Damage machen? Also halt guten Damage. Sieht nicht so aus. So mache ich natürlich mehr Schaden. Dann kriegt dieser Kollege die volle Ladung unserer Ero-Klinge ab. Oh, ihr seid ja auch noch da. Sorry, I guess. Nein, den hitte ich nicht. Boah, ich könnte durch die Röhre gehen. Nochmal ein Bigstra. Extra Reichweite gainen. Ah. Hier runter. Und den Kollegen komplett aus dem Leben feuern. Shit. Damn. Oh ja, oh ja. Davon kann man nie genug haben. Außer da kümmert er sich drum. Richtig, richtig. Was visiert er an? Da ist nichts. Man kann das leider auch nicht skippen.
Nintendo, ein Auftrag für euch. Macht diese Cutscene. Greenscreen. Alles okay. Macht diese Cutscene, wo diese Dinger da rumfahren. Macht die doch skippable. Ich vertraue einfach mal darauf, was jetzt passiert. Genau. Ja, ob das so geplant war, ja, weiß ich nicht. Weil die Sache ist die, dass ich meine Wichteldinger zuerst be... Woher kommt er? Ja. Er ist jetzt halt auch dabei. Wer das nicht akzeptieren möchte, kann ja gehen. Ja, cool. Doch Bowie kann sich bewegen. Wunderbar, hier wird lang geflogen. Nein! Das kann passieren. Dagegen kann man nichts tun. Du bist jetzt komplett weg da oben. Haha. Das fühlt sich doch gut an. Das fühlt sich. So. Da dieses Ding erst wieder was brauen muss, stellen wir uns mal auf mit Spatte Basis hier und nehmen den Kollegen da oben auch raus. Mit 20.000 kritischen Treffern, das ist super. Okay. Und... Warum nicht ein bisschen Spiegelschaden anrichten? Kann man auch nie genug von haben. Sind wir schon wieder bei irgendwelchen Greenscreen-Problemen? Mir ist aufgefallen, wenn ich weiter nach hinten gehe, da gibt es manchmal da unten Probleme. Aber ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Ihr müsst bedenken, das Ding ist 3x6 Meter groß. Ich habe jetzt sehr große Fläche, auch für... Oh, jetzt kommt der Spoiler des Jahrhunderts. VR-Games, guys, VR-Games. Bin wieder kurz davor, beziehungsweise was heißt kurz davor, im Januar. Ich hoffe, dieses Video kommt vor Januar. Heute ist, by the way... Der 16., 12., im Januar, Ende Januar hin, fangen vielleicht auch wieder VR-Games an. Und da kann man sich ja mal drauf freuen. Ja, bringt eigentlich gar nichts. Ich hitte den nicht mal. Cool. Passiert. Aber wenn ich näher komme zum Beispiel, dann ist hier wieder Greenscreen und so. Ist nicht so schön, ist nicht so schön. Das, was gerade passiert ist, ist auch nicht so schön. Aber unsere Tränke sind wieder da, das ist doch wichtig. Nee, Bowie, du nimmst hier so einen Trank. Wie soll man denn bis nach da hinten kommen? Ich kann Teamjumpen mit dem Ding in der Hand. Okay. Ich hab nichts gesagt. Alles entspannt. Nein! Woher soll man das denn wissen? Wir geben dir die Möglichkeit zu springen, aber wenn du springst, dann geht diese Flasche kaputt, die du in der Hand hältst. Und dadurch stirbst du fast. Ist das nicht lustig? Also das ist wirklich Scam des Jahrhunderts. Nein, das kannst du mir nicht erzählen. Das ist unfair. Das ist ungerecht. Nee. Menschen würden sagen Schmutz. Ich sage Schmutz. Ich stehe nicht hinter dem Block. Wobei er hat seine Ulti nicht angehabt. Ja. Treffe ich keinen mit. Zu spät. Bowser. Mach, dass deine Viecher dieses Portal kaputt machen. Mach, dass deine Viecher dieses Portal kaputt machen.
vorbei. Gut. Warum passiert so etwas? Auf jeden Fall. Ich mach damit einfach alle drei raus. Sehe ich das richtig? Dieser blöde Lehrer da hinten. Du bist komplett raus. Mach, dass du wegkommst. Ich will dich nie wiedersehen. Ich find's auch gut, wie die Beleuchtung sich wechselt, allein wenn ich aufstehe. Sind wir mit allen fertig? Gut, geben wir den Zug ab. Und schauen, was andere Viecher tun. Ist so nicht eigentlich mega gut? Ah, wobei, doch, ist okay. Ich hab grad wieder was geändert, Guys. Aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Das wird nachher so, wie es ist, jetzt 1:1 kopiert, aufgeschrieben, damit ich das beim nächsten Mal wieder weiß. Ich take einen Trank. Hadidaha! Die nächste Brücke ist offen. Es gibt noch eine... Hallo? Es gibt noch eine dritte. Gut! Müssen wir jetzt mit leben. Kommen wir nicht drum herum. Ist okay. Joke ist gar nicht okay. Ich hasse es abgrundtief. Boah, aber wir können hier echt viel machen, tatsächlich. Warum das keine Explosion gegeben hat, hinterfrag ich erst gar nicht. Das Game ist verbuggt bis in die Hölle. Du wirst noch gedasht, Kollege. Hab ich schon. Dann wirst du geschossen. Komm nie wieder zurück. Nie wieder. Nee, ich bin immer noch... Mit manchen Dingen bin ich immer noch nicht ganz zufrieden. So, er rennt, er rennt, er rennt. Ich kümmere mich da gleich drum. So! Sind wir so auf dem richtigen Weg? Ich glaube schon. Oh, ich bin gerade im Überlegen, wie ich vielleicht... Doch, so kriege ich doch Distanz. Nicht? Ja! Ganz genau, so. Zack. Ey, dieser... komplett hirnlose Freak wird auch nochmal gedasht. Warum sollte ich da drauf schießen? Ich möchte diese Frage jetzt beantwortet bekommen. Warum sollte ich das tun? Das hat super funktioniert. Müsste ich nicht hier die beide hitten können? Ja, der ist näher, deswegen wird er zuerst aus der Welt gezündet. Das ist, ja, das ist gut, das ist gut. Das ist sehr schön. Es ist ein Scam, ich weiß. Ich weiß. Wer hat sich dazu entschieden, dass ich jetzt auf einmal so dunkel bin? Habe ich schon gesagt, dass alles Schmutz heute ist? Bin ich jetzt heller? Was ist denn das auch? Wo ist eigentlich da hinten? Ist Bowser tot? Ach so. Passiert. Klar. Hätte vielleicht auf die Leben achten müssen. Ja. Okay. Gehe ich zu gleichgültig ran? Wahrscheinlich schon. Ist es mir egal? Eigentlich schon. Ich glaube, der Teamsprung kann actually gut was machen. Ich hoffe, das reicht. Nein, ich wollte auf den Idioten nach da oben. Nein. Lost, lost, lost. Mann. Egal. Nee. Ich habe keinen Bock, mich mit denen rumzuschlagen.
Der legt sich jetzt auf ganz entspannte Weise schlafen. Ich gebe den Zug ab und wir gucken mal, was der Gegner macht. Ich hoffe ganz schwer nichts Falsches. Na los. Könnte knapp werden. Sehe ich auch so. Cool, cool. Gereinigten. Ich habe den Namen vergessen. Kannst du mir den anzeigen? Gereinigten Finsterzeit Energiekristall erhalten. Ganz genau, Guys. Zu wenig Erfahrungspunkte meines Erachtens. Aber das ist ja nicht so schlimm. So! Ah, die Luft duftet süß und die Immerblüte macht ihren Namen nun wieder alle Ehre. Ihr Süßen. Da draußen gibt es eine ganze Galaxie aufgestauter Gefühle und wir hinken mit den Blumenbestellungen ganz schön hinterher. Gestrichen. Alle genehmigten Urlaubstage werden gestrichen. Was euch betrifft, falls einer von euch heiratet, auf einen Abschlussball geht oder einen Schönheitswettbewerb gewinnt, meine Blumen stehen euch zur Verfügung. Das wird nicht nötig sein, hoffe ich. Aber es gibt ja etwas, das du für uns tun kannst. Kennst du einen guten Mechaniker? Unser Schiff braucht ordentlich Feuerkraft, wenn wir in Miseras Versteck eindringen wollen. Oh, edelmütige Genie, könnte ich doch bloß all ihre Wünsche erfüllen, doch leider übersteigt selbst das meine zahlreichen Talente. Sie müssen Mutti aufsuchen, die wunderschöne und zarte Blume von Kargmaltal. Eine geniale Mechanikerin. Wir haben genug gereinigte Finsterzeitenergie, um einen Warp-Tunnel zu ihr zu erzeugen. Leben Sie wohl! Genie, auch wenn mein Herz zerfließt, Sie können nicht am Boden bleiben. Sie müssen fliegen, frei wie eine Nachtschwalbe. Ach, Wagner, ich glaube, ich werde dich vermissen. Mutti, sagst du? Alles klar. Wir lassen dich dann zu deinem Zug zurückkehren. Hm? Wollen wir dann los? Aber natürlich, Bibo. Entkorke den Vulkan. Guys, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und beim nächsten Mal steppen wir dann direkt in die nächste Welt. Ciao, ciao, Leute!